Ja, ein herzlicher Gruß hier mitten aus dem Treiben beim Landauer Kindertag mit dem Highlight des Entenrennens. Erstmals Entenrennen und Kindertag gemeinsam, weil wir so lange verzichten mussten. Wir mussten in der Zeit der Corona-Pandemie auf den Kindertag teilweise verzichten. Wir mussten auf das Entenrennen verzichten und jetzt ist es wieder da. Ich danke allen, die das möglich machen, sowohl beim Kindertag als auch beim Entenrennen. Sponsoren, die es braucht, aber eben auch viele Helferinnen und Helfer, über 800 an der Zahl, die heute im Einsatz waren, ehrenamtlich für die Familien, für die Kinder in unserer Gesellschaft. Ich bin froh und dankbar, dass wir das gut hinbekommen haben, dass das Wetter mitgespielt hat. Und ich bin glücklich, dass es so viele unbeschwerte und fröhliche Kinder in unserer Stadt gegeben hat. Denn Kinder haben gerade in der Zeit der Corona-Pandemie mit den Familien, mit den Jugendlichen viel Verzicht üben müssen. Und deswegen sollen sie jetzt unbeschwert feiern können. Alles Gute! Ente los! Wir vom Kinderschutzbund freuen uns, dass wir heute das 15. Landauer Entenrennen organisiert haben, erstmals am Landauer Kindertag. Die Stimmung ist super. Gerade werden 323 Gewinnerenten aus der Queich gefischt, denn die gewinnen nämlich die allerschönsten Preise hier. Hinter mir seht ihr auch das Rennbüro und da kann man gleich die Preise abholen und jede einzelne Entenurkunde, die heute adoptiert wurde für 3,30 Euro, unterstützt unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche aus der Region. Nach dem Entenrennen kann man die Preise bei uns noch bis Ende Juli abholen. Und zwar immer im Kinderladen des Kinderschutzbundes. Der ist geöffnet dienstags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 16 Uhr und jeden zweiten und vierten Samstag im Monat von 11 bis 13 Uhr im Nordring 31 in Landau. So, wir warten jetzt noch auf den Zettel mit den Gewinnerinnen und Gewinnern. Und ich glaube, es sind alle ganz gespannt. Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie bei einer bekannten Castingshow auf RTL oder so. Und hier ist quasi unser goldener Umschlag. Wahnsinn! Also, blauer Plüschelefant trifft Freibad Dauerkarte. Und das ist dann möglich, wenn Sie eine vierstellige Zahl haben auf Ihrer Patenschaftsurkunde. Und die sollte mit einer 4 beginnen. Wie geht's weiter, Frau Ludwig? Eine 5. Und dann käme eine 3. Eine 5. Also die 4035 hat den ersten Preis heute gewonnen. Wir hoffen, die Familie oder die Patin, der Patin ist da. Der Plüschelefant dank Freibadkarte ist bereit. Das ist jetzt das erste Mal wieder seit langem. Ich war schon mal hier, aber das ist schon wieder sehr lange her, 5 Jahre bestimmt wieder. Wie hat es euch gefallen? Super, war spannend. Hoffen wir, dass wir jetzt was gewonnen haben. Ja, es hat Spaß gemacht. Viel los war dieses Jahr auch wieder. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir was gewonnen haben. Genau, also wir sind heute hierher gekommen zum Kinderschutzbund, also direkt in die Fußgängerzone und haben dort 3 Karten gekauft und haben eben durch Freunde erfahren, dass unsere Nummer aufgerufen worden ist und dann sind wir sofort hierher gekommen und freuen uns sehr über den ersten Preis. Das ist eine Dauerkarte für ein Slaola in Landau. Und der Preis ist deswegen so toll, weil unsere Tochter die Woche gerade ihr Seepferdchen im Schwimmen gemacht hat und ja, perfekt. Wir haben eine Karte für Slaola gewonnen. Ja, super. Wir verkaufen Waffeln und Kaffee. Heute wird getanzt hier, Kindertag in Landau, wir sind dabei, Tanzschule Wienhold. Kommt, ihr habt Spaß heute. Okay, seid ihr bereit? Ja, los geht's! Ich
hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich hab einen runden Bauch und eine Nase hab ich auch. Ich hab Glück zu Ja, hab ich geübt.